Ich lebe sehr gerne im Jetzt und genieße den Moment und versuche wirklich alles sehr wahrzunehmen, weil Momente sind vergänglich und wenn du das nicht richtig wahrnimmst in dem Moment, dann ärgerst du dich im Nachhinein. Ich bin Vanessa Mai, ich bin 27 Jahre alt, bin Musikerin und neben der Musik mache ich auch sehr, sehr gerne Sport. Ich habe Phasen, wo ich super motiviert bin und es gibt Phasen, da habe ich wirklich keine Lust, auch wenn viele immer denken von mir, ich bin super sportlich und immer aktiv und immer gut in Shape. Das ist bei mir auch nicht so. Ich brauche da schon jemanden, der wirklich sagt, so jetzt, weil ich bin dann auch gerne, ich mache dann statt 10 nur 9 Liegestütze und dann sagt er, nee, die machst du noch. Und wenn du sie jetzt nicht in 5 Sekunden machst, dann machst du nochmal 10. Also ich habe nie mich unter Druck setzen lassen von anderen, weil ich finde, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist so ein Kalenderspruch, aber da liegt einfach viel Wahrheit drin, finde ich. Und man muss sich selber wohlfühlen. Sport sollte nicht nur ein äußerliches Ding sein, sondern einfach auch was, ja, was Gutes für die Gesundheit und für einen selber. Mein Bühnenunfall war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, vor allem, weil ich da echt sehr viel Glück hatte, also ein paar Millimeter und ich wäre überhaupt nicht mehr sportlich gewesen, sondern wäre im Rollstuhl gelandet. Und das ist schon etwas gewesen, was mich sehr geprägt hat. Und wichtig ist aber, dass du solche Zeichen einfach wahrnimmst und daraus lernst. Und Fehler sind da, um sie zu machen, aber man sollte daraus lernen und es nicht nochmal machen. Und das war schon ein wichtiger Schritt, um mich selber nochmal kennenzulernen und auch meine Grenzen und auch die körperlichen Grenzen vor allem. Wobei auch sehr viel hier oben da eine Rolle spielt. Ich habe viele Phasen durchlebt in meiner Karriere und die haben mir sehr geholfen zu lernen, dass Dinge vergänglich sind und dass Momente nicht zurückkommen. Und wenn du sie nicht wahrnimmst, ärgerst du dich nachher sehr, wenn du Wert auf andere Dinge in dem Moment gelegt hast. Und deswegen, so wie man ist, ist man perfekt. Und natürlich kann man immer ein bisschen was optimieren, aber finde ich in einer gesunden Art und Weise. Und es ist schon richtig, wie der da oben uns gestaltet hat.